Hallo, 24. Woche und wir wollen uns heute über Gestationsdiabetes unterhalten, was nichts anderes ist als Schwangerschaftsdiabetes. Bei manchen Frauen kann es dazu kommen, dass sie in der Schwangerschaft einen Diabetes entwickeln. Der muss rausgefunden werden, beziehungsweise der muss festgestellt werden, weil er manchmal halt symptomlos verläuft. Das Ganze wird zwischen der 24. und 28. Woche gemacht und meistens bei eurem in der Praxis. Also habe ich mich auf den Weg gemacht zu meiner Gyn. Ich hatte den Termin morgens um 9.15 Uhr, musste ich nüchtern antanzen. Ich habe seit abends um 20 Uhr nichts mehr gegessen. Und dann kommt ihr an in der Praxis und werdet als erstes gepiekt. Und da kommt es jetzt darauf an, wie eure Praxis, die Praxis von eurer Gyn ausgestattet ist. Manche ermitteln die Zuckerwerte gleich selber. Und bei meiner ist es aber leider nicht so. Die Werte werden in ein Labor eingeschickt. Das heißt, ich habe richtig eine Blutentnahme bekommen. Dann bekommt ihr einen großen Becher Saft zu trinken. Den musste ich mir vorher selber besorgen, hatte ein Rezept dafür bekommen. Es ist so ein Traubensaft, hatte ich jetzt in allen Schwangerschaften. Der geht eigentlich. Bei Etienne in der Schwangerschaft hatte ich den Test außerdem zusätzlich nochmal bei der Diabetologin gemacht. Und da habe ich richtig einfach nur Traubenzucker in Wasser aufgelöst bekommen, das war schon ziemlich widerlich. Diesen großen Becher müsst ihr in 3 bis 4 Minuten etwa runterexen, aber das ist zu schaffen. Meistens hat man ja auch ein bisschen Hunger. Und das habe ich gemacht. Und dann könnt ihr euch irgendwo hin verkriechen und müsst euch erstmal eine Stunde lang weilen, weil groß bewegen sollt ihr euch nicht. Ihr sollt ja ganz einfach und langsam den Zucker abbauen. Und die Werte sollen ja gecheckt werden. Also habe ich mich hingesetzt ins Hinterkämmerchen von meiner Ärztin und habe mein Strichzeug ausgepackt. Und ich habe sogar richtig was geschafft. So, die Zuckerlösung ist runtergeext. Jetzt noch eine Stunde warten, dann wird der Blutzuckerwert genommen. Mal sehen. Nach einer Stunde werdet ihr wieder aufgerufen und ihr könnt ins Labor wieder gehen sozusagen. Da wurde mir wieder Blut abgenommen, dieses Mal auf der anderen Seite. Das ist schon echt, also jedes Mal gleich so eine Ampulle einzubüßen, da hat man doch lieber die Finger dann zerstochen. Wieder abgenommen nach einer Stunde und dann werdet ihr wieder weggeschickt, beziehungsweise ich hab mich wieder ins Hinterzimmer verzogen, habe weiter mein Hörspiel gehört, habe weiter im Raum rumgeguckt, einiges dabei entdeckt. Da oben. Meine Kinder. Und weiter mein Strickzeug gemacht. Nach 2 Stunden wird dann das dritte Mal der Wert ermittelt. Wieder in der anderen Seite bei mir dieses Mal. Und dann hat sich das dann auch erledigt, nachdem dann das dritte Mal gepiekst wurde, also einmal nüchtern pieksen, dann trinken, einmal nach einer Stunde pieksen und einmal nach 2 Stunden pieksen. Um 11:30 war ich mit der gesamten Prozedur durch, also 9.15 Uhr angefangen. 11:30 war ich mit der Prozedur durch und durfte etwas essen. Und es war wirklich toll, etwas zu essen. Es hat wirklich, also ich war wirklich durch. Ja, die Werte werden dann ins Labor geschickt und wäre jetzt etwas gewesen, denke ich mal, hätte ich schon was gehört. Ich nehme damit also an, dass bei mir alles in Ordnung ist. Wenn jetzt die Werte auffällig wären und ihr den Zucker nicht in dem Maße abbauen würdet, wie er eigentlich abgebaut werden sollte, sprich wenn eure Insulinzufuhr nicht adäquat ist, wie sie sein sollte, dann würdet ihr diesen Test wahrscheinlich nochmal wiederholen beim Diabetologen. Und wenn sich auch da die gleichen Ergebnisse rausstellen, dann wird über Ernährungsumstellung gesprochen erstmal. Wir reden noch nicht über Insulin, es wird erstmal nur über Ernährungsumstellung gesprochen. Man kann ja schon mit Ernährung ganz, ganz viel reißen, indem man halt auf Kohlenhydrate und Zucker und alles, also Kohlenhydrate sind ja Zucker, indem man sich halt hauptsächlich von Fleisch und Gemüse und kohlenhydratarm ernährt. Kann man da schon viel mit biegen. Bei manchen reicht das allerdings nicht aus. Da muss dann noch zusätzlich gespritzt werden. Wenn ihr da gut eingestellt seid, und das schaffen ja die meisten, dann macht euch das gar nichts aus, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, das ist hinzukriegen. Wie schon in meinem Wo entbinde ich Video gesagt habe, gibt es nicht alle Krankenhäuser nehmen euch an mit
einer Gestationsdiabetes. Ich weiß nicht, warum, wo das Problem ist. Ich weiß, dass in Oranienburg wurden Frauen schon nach Buch geschickt wegen Diabetes. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Da muss natürlich nach Entbindung das Kind auch kontrolliert werden. Es gibt so Urban Legends, so von, boah, die hat den Zuckertest nicht gemacht, ist nie zu einer Schwangerschaftsvoruntersuchung gegangen und hatte dann ein 7 Kilo Kind. Was natürlich nicht rausgekommen ist, aber es ist nur eine Urban Legend. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sowas wird dann ja erzählt. Ja, ich glaube aber, der orale Glukosebelastungstest, der wird ja eigentlich in allen Standardpraxen durchgeführt. Was war sonst noch? Sonst könnt ihr euch erinnern, wie in diesem Video angesprochen, dass ich viel, viel liegen musste und mir wirklich Gedanken gemacht habe über meine Muttermundlänge, die sich auf langsam unter 3 cm verkrochen hat sozusagen. Das ist total obsolet, diese Diskussion. Ja, darüber hat sie kein Wort mehr verloren. Muttermund ist 3,8 cm gewesen beim Messen und war dabei teilweise geknickt. Das heißt, total normal, ja, alles gut. Ich liege nicht mehr, ich stresse mich nicht mehr und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich das weiß, zwickt alles viel weniger. Wie Psycho ist das denn bitte? Aber es ist tatsächlich so. Alles gut, mir geht's wieder viel besser, ich fühle mich viel freier. Ich musste letztens, habe ich ja Lou von der Kita abgeholt und dann sagte die plötzlich auf halbem Weg, oh, ich muss pullern. Und dann sind wir nach Hause gerannt. Oh Leute, es hat sich so gut angefühlt zu rennen. Es hat sich so gut angefühlt. Ich will wieder rennen. Ich will rennen. Ich darf nicht. Egal. Ich darf nicht rennen. Ja, und so sitze ich hier und jammer vor mich hin und stelle fest, dass sich das Kind hin und her bewegt. Es lag quer. Bei der Feindiagnostik, Organscreening hier oben lag es Beckenendlage, Kopf nach oben. Und schon den nächsten Tag beim Zuckertest lag es richtig rum. Ich glaube, es hat sich in der Zwischenzeit auch nochmal quer gelegt und wieder hoch und runter und so weiter. Jetzt liegt es auf jeden Fall wieder richtig, weil ich hier oben, habe ich nämlich jede Menge Tritte. Alles gut, alles schön. Das war's sozusagen in dieser Woche. Mich würde interessieren, ob ihr einen Schwangerschaftsdiabetes habt, ob ihr es mit Ernährung hinbekommen habt. Was ganz oft der Fall ist, ist, dass Frauen gesagt wird, oh, ihre Werte sind nicht so schön optimal, aber es ist noch kein Schwangerschaftsdiabetes. Das ist, also ich weiß auch nicht so richtig, wo ich das einsortieren soll. Lassen Sie mal den Zucker weg. Und dann quälen die Mütter sich mit dem Zucker. Da kenne ich auch einige Frauen, denen das so ging. Das tut mir dann wahnsinnig leid, aber klar. Ich meine, auf Zucker ein bisschen zu verzichten, ist grundsätzlich eine schöne Idee. Und in der Weihnachtszeit ziemlich schwierig. Nein. Lasst es mich wissen, wie macht ihr das mit eurem Gestationsdiabetes? Seid ihr grenzwertig? Seid ihr eindeutige Fälle? Müsst ihr Insulin spritzen? Oder kommt ihr mit Ernährungsumstellung um? Es würde mich wirklich interessieren. Kommentiert bitte unten. Bei Fragen ebenfalls unten kommentieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Rundherum um mich könnt ihr alles Mögliche abonnieren und angucken. Tschüss. Das Licht ist zu hell. Egal.